Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Tomodachi Live und wir fangen heute mal ganz klassisch an mit den Mii-Nachrichten um 1 Uhr, wahrscheinlich. Herr Bolo Wizard! Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Bei dieser Meldung werdet ihr sicherlich zusammenzucken und Aua sagen. Ginny Pepe hat sich letzte Nacht ihren kleinen Zeh gestoßen, als sie spät zum klingelnden Telefon rannte. Sie stieß mit dem kleinen Zeh gegen eine Schaukel und war vor Schmerz eine Minute lang gelähmt. Nach dem Zwischenfall sagte Ginny Pepe wutentbrannt, wofür ist der kleine Zeh überhaupt gut? Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das ist ziemlich erstaunlich. Was für eine Antwort erwartet ihr denn jetzt? Ja, richtig. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Bolo Wizard und das waren die Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Danke für die Mii-Nachrichten und ja, was soll man dazu sagen? Ich kann dazu nur sagen, den kleinen Zeh sich anzuprellen, das tut wirklich richtig weh. So, mir wurde beigetragen, dass mein Lieblingsessen von meinem Mii ein Pfirsich ist. Ich finde Pfirsiche prinzipiell sogar sehr lecker. Macht man sich einfach viel zu selten, ne? Weil man, ach, keine Ahnung. Ich muss allgemein mehr Obst und Gemüse und Früchte fressen jetzt mal in nächster Zeit. Damit wollte ich auf jeden Fall jetzt auch mal wieder anfangen. Aber gut, heute habe ich mir eine Tiefkühlpizza gekauft, also für euch gestern. Aber gut, genug des Real Talks. Gucken wir mal hier kurz bei Tomodachi. Ich habe nämlich schon etwas gesehen. Im Haus gibt es eine kleine Sache, die wir erledigen müssen. Da hat sich jemand verliebt. Und wir gucken mal, wer und in wen. Der Lars. Guten Tag. Das Komische ist, normalerweise kommt auch immer dieses, lass mich mal kurz in Ruhe oder so. Und bei ihm kommt nur ein Problem. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich weiß es natürlich nicht. Angeblich hat sich Sarah in mich verliebt. Was sagst du dazu? Ach. Würde passen. Meinst du wirklich? Wow, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Wow. So geht verkuppeln, meine lieben Freunde. Wenn das im echten Leben so funktionieren würde. Das war schon. Ich überlege mir schon vor einem Streit, wie ich Dr. Mario beschimpfe. Boah, was ist mit ihm los? Ja, was ist jetzt mit Sarah? Oh Mann, ich dachte, ich habe jetzt hier wieder eine Liebesszene. Kornel, komm, mach mal Samus an. Mach mal Samus an. Guten Tag. Guten Tag. Ich wäre so gern mit Flora befreundet. Oh Kornel, bist du denn doof? Mann. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Kornel und Samus haben jetzt schon 3 Sachen gleich. Ich werde Samus auch noch das Yoga-Buch gleich geben. Natürlich intellektuell, Kornel. Was anderes ist für dich natürlich nicht das Richtige, ja. Ein Kornel, wir wissen, ein Kornel ist intellektuell gebildet. Er muss intellektuell, das ist immer schwierig für ihn, auf ein unteres Niveau zu gehen. Denn das Intellektuelle in ihm, bricht sich immer Bahn. Und intellektuell ist einfach so wie normal für ihn, ja. Das ist auch so ein Thema, normal. Aber da will ich nicht in Tomodachi drüber reden, glaube ich. Da rede ich mal in Mario Kart 8 drüber. Man will da so ein richtiges Thema, ein richtiger Themenpart. Mal gucken, vielleicht. So. Er ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. So. Schaut mal auf die Gegenstände. Ich habe dieses Ballettding oder was es auch ist. Hula hup hup hup. Komm, wir geben dir noch ein Objekt. Ja, du kriegst noch ein mit du kriegst noch Maracas. Guck mal, Kornel hat jetzt dieses Hula-Hoop-Buch, eine Gitarre, eine Waage, ein Yoga-Buch und die Maracas. So, jetzt gehen wir nach Samus. Hustensaft, dankeschön. Jetzt gehen wir mal nach Samus und gucken mal, was Samus so. Oh, Wollo. Wir gehen erst nach Samus, weil die ist auch gerade da. Und ja. Heute gibt es mal kein Lied. Ich denke mir, jeden Part ein Lied ist auch nicht so cool, aber
Ich glaube, für den nächsten schreibe ich wieder ein Lied. Im Leben muss man auch Spaß haben. Sonst schadet man sich nur selbst. Da hast du recht. Guckt, Samus hat auch dieses Hula Hula Hup Hup Buch, eine Gitarre und eine Waage. Und jetzt probieren wir mal hier noch ein Level abzuschaffen. Mit einem Frühstücksteller. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ich habe heute gefrühstückt. Aber das war auch nicht so gut. Ich habe also ein halbes Rosinenbrötchen, dann musste ich halt arbeiten. Naja. Aber nicht so viel Real Talk in Togodachi Corner. Nicht so viel Real Talk. Du zerstörst doch die ganze Atmosphäre. Ja, dann mache ich offscreen wieder, dass ich ihr einfach ein bisschen Sachen schenke, damit die dann wieder Level-Ups kriegt. Und dann schenke ich ihr auch nochmal die Maracas und so weiter. Aber irgendwie bringt das nichts, was ihr mir da sagt. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Knechten. Fragt nicht danach. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Moog. Ja, der hat ziemlich viele Abonnenten. Was hältst du von ihm und mir? Alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Ja. Samus, unglaublich lustig. Ja, Wollo, Wizard, ne? Weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir nur noch Probleme. Was ich noch machen wollte, ist eine Runde shoppen. Einfach mal kurz die Läden durchgucken, was es so Neues gibt. Im Essensladen waren wir ja schon. Gehen wir mal zum Hutmacher. Eine Ballonmütze. Okay, nehmen wir. Ich kaufe einfach immer alles. Kopftuch. Ich hab übrigens einen Reisegutschein bekommen. Den könnten wir eigentlich jetzt gleich mal jemandem geben. Vielen Dank. Die Richterperücke sieht aber komisch aus. Naja. Cornel, habt ihr gerade gesehen? Cornel hat ein richtig cooles neues, das können wir uns nicht leisten. Das sieht aber auch jetzt nicht so cool aus. Boah! Wie in der Welt eines der... Krass! Das kaufen wir uns. Das sieht ziemlich cool aus, oder? Ich denke, da kann man gut Sex drin haben. Oh, wir haben ein Mii Level 10. Ja, auf jeden Fall. Stimmt, Cornel, glaube ich. Cornel ist gerade Level 10 geworden. Oder? Ja. Oh, wie doof ist das denn? Ist ja gar nichts Besonderes. Ist mir gar nicht aufgefallen. Der sieht ziemlich cool aus. Kostet aber auch viel. Vielen Dank. Ich kaufe immer alles. Keine Ahnung. Sparen wir für 10.000 Euros oder was auch immer hier die Währung ist, kann man ja seinen Mii mal in so einen Weltraumurlaub schicken. Aber ich glaube, das werden wir nie erleben. Da müsste ich ja sparen. Die sieht cool aus. Kaufen wir mal. Strampelanten. Kaufen wir auch mal. Man kann ja nicht wissen, ne? Plüschjacke. Was? Nee, das sieht ja voll scheiße aus. Guck mal, da hinten ist Fabian. Das ist ja lustig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Flammenkuckkleid. Ach, Flamengo. Flamenco-Kleid. Flammenklo. Flammenko-Kleid, ja. Kock. Da steht Flammenkock-Kleid. Aha. Okay. Flamengo. Ist eigentlich cool, wo? Flamengo ist eigentlich ziemlich cool, wo? Ich habe gerade einen kleinen Sprachfehler, aber. Naja, das kennt ihr ja nicht anders von mir. Na. So. Wir haben ein Ereignis. Mittagsmarkt. Dann gehen wir doch mal auf den Mittagsmarkt. Ich meine, der will nicht auf. Oh, so eine Unijacke ist wirklich relativ cool. Willkommen. Guck mal, Wollo ist auch direkt gucken, aber. Ich glaube, für dich ist das zu cool, Wollo. Ich glaube, für dich ist das zu cool. So, wo wollen wir jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt haben wir eigentlich alles gesehen, was so hier wieder los ist am Tag. Dann gehen wir nochmal kurz hier. Sind nur Probleme. Dann schicken wir jetzt mal jemanden auf Reisen. Und guck mal, was das so macht. Schicken wir mal Dr. Mario auf Reisen. Ja, der soll ja auch mal leben wie ein richtiger Doktor. Guten Tag. Gucken wir mal, was da passiert. Wo ist er? Ja. Ich habe den noch nie bekommen. Das ist mein erster. Toll, ich darf reisen. Ja, mach das mal. Dr. Mario und Co. machen eine Reise durch Amerika.
Das sieht ja cool aus! In der Nähe der Golden Gate Bridge gibt es Wälder mit atemberaubenden Riesenmammutbäumen. Lass uns ein Foto machen. Wie dope. Monument Valley ist wirklich unglaublich. Ein wahres Monument von einem Tal. Das ist ja cool. Lass uns ein Foto machen. Da kann man ja sogar ein bisschen was lernen. Der Strand von Miami Beach ist traumhaft. Nur nicht die Sonnencreme vergessen. Lass uns ein Foto machen. Ja, das war die Reise. Gut. Ah, das hat Spaß gemacht. Hier, ein Souvenir für dich. Ein Home Run Ball. Wie cool ist das denn? Ja, gut. Das war jetzt auch schneller vorbei, als man sich das vielleicht vorstellt, aber cool. Wenn ich Geschenke bekomme, macht mich das oft mehr blöd. Mich auch. Ich muss immer gleich überlegen, was als Gegengeschenk in Frage kommt. Nee, das ist bei mir nicht so. Aber man muss oft bei Leuten... Das ist immer schwierig, wenn Leute dir was schenken, weil manche erwarten dann so eine Gegenreaktion. Also eine... Ja, keine Ahnung. Das ist immer ein bisschen doof. So. Hast du Lust auf ein Spielchen? Mit dir immer, Sarah. Schon hübscher Mie. Ach ja. Schnappen, das kann ich jetzt. Bin Profi. Es geht los. Bin Profi. Schade. Warum? Nur noch einmal. Verstanden. Ja, ist okay. Es geht los. Ja, mach. Das hing ja an einem Faden. Das ist nicht lustig. Nächstes Mal aber wirklich. Nur zwischen ja, jetzt machen wir nicht nervös. Neulich ist... Schade. Ah. Das ist so dumm, ey. Ich hasse Schnappen. Schade. Aber das machen wir demnächst nochmal. Ja, ja ich weiß nicht so genau, Sarah. Ich weiß wirklich nicht so genau. Ich mag dieses Erfolgsgefühl, wenn ich etwas geschafft habe. Ich auch. Ja. Wobei es immer schwierig ist, sowas zu erleben. Wobei, ja. Doch. Das ist wirklich schön. So, dann spielen wir nochmal mit Germi. Ich meine, die Spiele sind gar nicht so schlimm. Also, die mag ich eigentlich ganz gerne. Memory wäre jetzt cool. Oh, das hasse ich. Ja. Das wären jetzt so die zwei Spiele, die ich irgendwie scheiße finde. So. Ja, komm her! Ich hau dir in die Fresse, Alter. Links, rechts, links. Bam. Komm doch her. Ja, jetzt bist du außen. Jetzt hast du keine Chance mehr. Du hast keine Chance. Siehst du es nicht? Mann, seh es doch ein. Ich hab's doch gesagt, Germi. Du hast keine Chance. Glaub mir doch. Ich erzähle dir das doch nicht, weil ich böse bin oder so. Ich bin doch ein netter Typ. Aber Germi. Such dir einen. Ah. Das wird dann dein. Oh, Nintendo. Game & Watch. Achso. Das ist ein Game & Watch. Okay. Ja. Immer wenn ich das Fenster öffne, kommen sofort Insekten. Ist schrecklich, wa? Ist schrecklich, ey. Ist wirklich schrecklich. Oh. Ich hasse Insekten. Gut. Wollen wir mal gucken, was Dumbledore für ein Problem hat? Man kann ja nie wissen, was sich dahinter verbirgt. Hallo, schön dich zu sehen. Ich habe Hunger. Oh, ich dachte jetzt irgendwas ist... Ah. Hechtfilet, komm. Kriegst ein Hechtfilet. Weil du so ein Hecht bist, ey. Ah. Wisst ihr übrigens, was interessant ist? Oh. Da, es tut mir leid. Wisst ihr, was interessant ist? Ah, guck mal. Ey, bei Dumbledore ist es echt am Kriseln. Peach, beste Freunde, Fragezeichen, ist ja echt so ein bisschen, ui, da kriselt's. Bei Woody steht sehr verliebt. Wisst ihr, was da steht? Da stand vor kurzem noch ein... Was war das denn? Hast du gefurzt? Da stand vor kurzem noch wollen heiraten. Und bei Woody stand, mal gucken, ob das immer noch da steht. Komm, spiel mit mir. Nee, da stand vorhin, da stand letztens unzufrieden. Okay, jetzt ist er wieder verliebt. Naja.
Vielleicht wird das ja noch was mit den beiden. Mal gucken. Ich würde sagen, das war es jetzt an der Stelle. Wir haben schon ein bisschen was erlebt. Die Sache mit der Liebe. Gut, auch wenn da jetzt nichts draus geworden ist. Vielleicht kommt da ja, wird da ja noch was raus. Hoffen wir mal, dass Lars da die Initiative vielleicht ergreifen will. Dann haben wir eine Reise gesehen. Ja, es waren schon viele kleine coole Sachen dabei. So finde ich den Part dann doch wieder ganz gut. Ja, ich versuche, wie gesagt, alle zwei Tage einen guten Part hinzukriegen. Beim nächsten Mal vielleicht wieder ein Lied. Für die Leute, die fragen, zieht nochmal jemand ein? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre es sinnvoll, wenn nochmal 5, 6, 7 weibliche Mies einziehen. Ich weiß aber nicht, ob ich mein Haus noch viel voller mache, weil ich meine, ich habe jetzt hier schon 34 Leute drin und ich habe nur zwei Paare und es, die Leute hier oben, da dauert es so lange, bis die irgendwas machen. Ich meine, Chrissy, nichts gegen Chrissy, aber die sind auch schon alle länger drin und da kommt nie was mit Liebe oder nie irgendwas Cooles. Deswegen, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich wirklich noch Leute einziehen lasse. Nehmt mir das bitte nicht übel, aber ja. So, gut, dann würde ich sagen, war es das von der Stelle. Hier ist übrigens das coole Zimmer von Cornel, guckt euch das mal an. Mit einem Greifautomaten hier, Spiele... Dinger, der ist richtig cool. Naja gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Cornel.